Es geht los. Ja. Wir sind, glaube ich, live. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, guten Abend, ihr Liebeleins. Ich hoffe, euch geht es gut und wir sind gut zu verstehen, ja, zu sehen. Und ja, alle, das war Freude, macht. Der Uwe, der muss noch mal ganz kurz an seinem PC. Deswegen ist er mal aus dem Bild. Aber ich denke, das ist ja nicht so schlimm, oder? Geht's euch gut, meine Lieben? Guten Abend, liebe Petra, und liebe Grüße an den Snoopy. Und ach, ihr habt ja schon fleißig hier geschrieben. Hallöchen, Katzenmama, Lisbeth, schönen guten Abend. Und Katrin aus Köln ist auch da. Ich freue mich, dass ihr da seid. Auch die liebe Renate. Ups, jetzt habe ich Werbung. Ach, ey. Moment. Ich habe mir nämlich mein Handy hier hingestellt, damit ich das besser ablesen kann. Weil da muss ich nicht nochmal hier so zum Uwe rüberkriechen und gucken, was also, hier... mich hat es nicht gestört. So, ich denke, wir warten noch einen Moment, bis, ja, bis noch ein paar eingetrudelt sind, bevor wir mit dem eigentlichen Update anfangen, oder? Was meint ihr? Ja, wir können ja noch ein bisschen warten. Die liebe Renate aus dem Rheingau ist auch da. Schönen guten Abend. Und Schatz, weißt du, was wir vergessen haben? Ja, ich weiß, ich gehe schon holen. Ja. Unsere Herzchen haben wir nämlich vergessen. So, ich kann ja hier auch mal ein paar schicken, glaube ich, oder? Oh, ihr schickt ja auch schon so fleißig wieder. Moment, ich mach da mit. So, viele, viele Herzchen von mir. Jetzt streikt hier mein Handy tatsächlich schon wieder. Ich habe mir das extra hier hingestellt, damit ich eure Kommentare besser ablesen kann. Ne? Aha, jetzt ist wieder. Ah, die liebe Antje ist auch. Grüße an euch alle, dass ihr schon so zahlreich erschienen seid. Finde ich natürlich immer wieder toll. Ja, bei mir war gerade eben auch Werbung, tatsächlich, ja. Oh, Brischi, vielen, vielen Dank. Aber wisst ihr, wer schöner ist als ich, ist geschminkt und das ist ja alles nur geschminkt. Alles nur Fassade. Aber, ne? Dicke Herzchen, Dankeschön. So, hallo aus Hamburg, geht zurück an Edeltraut. Hallo, hallo, Anke ist auch da, das freut mich. Und der liebe Marc. Hallo Marc. Schön, dich zu lesen. Du hast Pause. Was machst du denn gerade? Oh, guck, und die liebe Martina ist auch da. Schönen guten Abend, na, meine Liebe. Oh, Gabriela, vielen, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Das Nettchen ist auch da. Ich freue mich. Hallo Susi und Mann. Esther. Das ist der Uwe. Das ist die Susi. Unsere liebe Verena aus Kiel ist auch da. Sei lieb gegrüßt, liebe Baltik. Selber Schnecke. So, Janine, Servus. So, Christoph. Christoph und Chrissy aus was? Gevelsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Live, hallo, hallo, ihr zwei Hübschen. Ah, danke, Martina. Ich sage ja, das ist hier Fake-Wimpern und naja, ein bisschen einfach, wenn du die Augenbrauen machst und wenn du die Wimpern ein bisschen betonst, dann bist du direkt, naja, hübscher, in Anführungsstrichen. Brauch aber ihr wisst es, ich habe überhaupt kein Problem, ne? Ungeschminkt. Es braucht sich nicht schminken. Nein, nee, eigentlich so eine Schönheit gibt es nur einmal, oh, auf der Welt. Das, oh, komm, knutsch mich. Danke, mein Schatz. Also sowas hört man ja gerne. Ne? Ja? Ja. So was Schönes gibt es nur einmal auf der Welt. So, ihr Lieben, interessiert euch denn jetzt irgendwas Besonderes an diesem Thema jetzt Magen oder Schlauchmagen? Oder soll ich einfach so erzählen, wie ich denke, wie was euch interessieren wird? Oder wie wollen wir das eigentlich handhaben? Erholst du dich gut von den von deinem Eingriff? Was hast du gesagt? Oh. Au. Hast du wehgetan? Nein. Na, ich tue nur so.
So, und zwar, guck mal hier, die Sonneninsel, ich finde das ja immer so mega, eure Nicknamen, weil ja. Wie kommt man darauf? Das ist auf jeden Fall, Grüße, bin die Neue. Also herzlich willkommen, liebe Sonneninsel, du bist hier in der Hummelgang, wenn du die Sonne mit dabei hast, sowieso herzlich willkommen. Ja, na, sowieso. Aber grundsätzlich natürlich, ja. Guten Abend, liebe Ute. Ist da, da hast du recht, das ist Liebe. Ach, Uwe wieder, Katrin. Ja, ist ja so. Brischi, wie ist das mit Restaurantbesuchen? Also ich kann, liebe Brischi, ich finde ja immer, du stellst die besten Fragen. Ne? ich kann natürlich jetzt nicht solche Portionen essen, wie es mal war. Ich bestelle mir, wenn wir ins Restaurant gehen, eher so Vorspeisengeschichten, ne? So wie überbackenen Brokkoli oder was. Oder ich nehme mal ganz einfach ja, Tupper-Sachen mit, ne? Also Tupper ist es jetzt nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. So eine, wie nennen sie, Frischhaltedose? Müllbeutel. Meine Güte, Müllbeutel. Frischhaltedosen natürlich. Und dann lasse ich es mir mitgeben. Und dann kann ich da nächsten Tag noch von essen und Uwe dann auch. Ja, also ansonsten, was mir bei so Restaurantbesuchen wirklich schwer fällt, ist, dass ich nicht dabei trinken darf. Es ist ja strengstens verboten eigentlich von den Ärzten und der Ernährungsberatung, beim Essen was zu trinken. Einfach aus dem Grund, dass man A, seinen Magen nicht mit Wasser füllen soll. Man soll ja durch die Nahrung satt werden. Und B, wenn man schon Nahrung drin hat und man dann noch einen ordentlichen Schwall Wasser hinterher gießt, dann saust das so unverdaut in den Darm rein und das nennt sich, glaube ich, Dumping. Aber wer sich da besser auskennt, kann mich da gerne berichtigen. Ich meine, dass sich das dann Dumping nennt und das sind Schmerzen der Hölle. Also das soll jetzt nicht so angenehm sein und deshalb fällt mir das schon sehr schwer, mit dem Trinken und dem Essen das auseinanderzuhalten, weil ich bin einfach so ein Mensch, der immer zum Essen getrunken hat. Das ist auch beim Frühstücken, ne? Ja, das ist furchtbar für mich, dass ich meinen Kaffee nicht zum Frühstück trinken kann. Also das ist das einzige Manko, was ich da gerade so sehe. Aber ansonsten alles ganz normal, ne? Also an sich gibt es keine Probleme, Schatz. Oder hast du noch irgendwas Probleme bemerkt? Also sie hält sich total an die Kost. Und wir probieren immer neue Gerichte aus. Das haben wir die ganzen Jahre nie gemacht. Aber was jetzt neue Gerichte kommt, ist nicht normal. Ja, weil ich mein Mann, ja, ist auch okay und das schmeckt alles noch. So, und wir haben noch eine Frage von der lieben Krümelkatze. Krümelkatze möchte wissen, welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um eine Schlauchmagen-OP zu enthalten? Naja, in erster Linie muss man adipös sein. Dann musst du natürlich das MMK, multimodale Konzept, durchführen. Das ist mindestens ein halbes Jahr Ernährungsberatung. Ich habe das jetzt ein Jahr gehabt, aber das ist eine andere Geschichte. Dann muss man ein psychologisches Gutachten bringen, dass man kein Binge-Eater ist oder irgendwelche anderen psychologischen Krankheiten. Ja, die halt dazu führen, dass du Fressbrechsucht oder irgendwas hast oder dass du vielleicht emotionaler Esser bist oder sowas, dann müsste man da halt vorher irgendwie eine Therapie machen. Was musst du dann noch mitbringen? Du musst natürlich den Willen mitbringen, deine Ernährung umzustellen. Also eigentlich ein ganz neues Ernährungsleben zu führen. Ja. Also da musst du gewillt sein, dir muss bewusst sein, dass das, was man vorher hatte, dass das absolut nicht mehr geht. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man nichts leckern mehr darf oder sonst was, das ist damit nicht gemeint, sondern die Massen und natürlich Ausnahmen kannst du dir immer erlauben. Also ein Stück Schokolade, wenn dir danach ist, darf man sich natürlich gönnen, aber es soll halt die Ausnahme bleiben. Genauso wie mit einem Stück Kuchen oder irgendwas. Also guck mal, bei uns gab es ja, wenn wir am Wochenende Kuchen geholt haben, ich muss das jetzt wirklich mal so sagen, wie es war, dann haben wir 6 oder 8 Stücken gekauft. Und dann haben wir jeder 4 Stücken meistens noch am selben Tag gefressen. Ne? Das ist halt, also eigentlich muss man sich nicht wundern, wo das ganze Gewicht herkam. Ja. Also sowas muss halt alles ausgeschlossen werden und du musst dir halt tatsächlich darüber bewusst und im Klaren sein, dass sich das komplett
ändern muss, ne? Das ist, was muss man denn noch mitbringen? Welche Voraussetzungen muss man haben? Du musst also psychisch gesund sein, du musst übergewichtig sein. Ich frage mich jetzt nicht, wie hoch das Übergewicht sein muss, ja. Aber ich glaube auch schon, Menschen, die 120 Kilo oder sowas wiegen, die kriegen auch schon so eine OP. Und natürlich musst du nachweisen, dass du Ernährungsprotokoll führst, dass du ein Bewegungsprotokoll führst. Was war noch? Was musst du dann noch machen? Ich glaube, das war, ne? Ja, die drei Sachen. Du musstet auf jeden Fall alles beweisen können, dass du das gemacht hast. Und ja, und dann vor allem der Krankenkasse. Aber das macht meistens das. AZ ist halt Adipositas-Zentrum. Die kümmern sich dann darum. Ja. Und natürlich ein bisschen Bargeld musst du haben, weil psychologische Gutachten kostet einen Haufen Geld und die Ernährungsberatung leider auch. Ja, bei der Ernährungsberatung könnte man Glück haben, dass man von der Krankenkasse was zurückbekommt. Also wenn deine Frage damit beantwortet ist, dann sehr, sehr gerne. Ansonsten frag ruhig nochmal spezieller, wenn du noch was Spezielleres wissen möchtest. Vielleicht kann ich das ja beantworten. So, Janine S. fragt, wie war es mit den Schmerzen nach der OP? Bei mir diesmal hier, na toi, 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 null. Ich habe null Schmerzen gehabt, aber ich bin auch gut mit die unter Medikamenten gesetzt worden. Also ich glaube, ich habe so leichte Betäubungsmittel auch bekommen. Also ich habe nicht mal diese Gasschmerzen gehabt, die ja sich sonst so in diese Schultern festsetzen. Und oh, alles. Als mir die Galle entnommen wurde, weil ich Gallensteine hatte, da habe ich ja auch diesen Gas in den Bauchraum bekommen, damit die an die Galle kommen. Und da habe ich eben offensichtlich nicht so eine hochdosierte Medizin bekommen. Und das waren Schmerzen, Leute. Oh, frag nicht nach Sonnenschein. Weil das Gas zieht nach oben und versucht aus den Schulterporen, glaube ich, rauszukommen. Und das war diesmal irgendwie gar nicht. Mir hat nichts wehgetan, überhaupt nichts. Wir haben sie gut vorgesorgt. Gar nichts, ja. Also ich, wirklich Chapeau an meinen AZ, an meinen Chirurgen und an all die da alles gemacht haben, weil also mir hat nichts wehgetan und auch danach eigentlich zu keiner Zeit hat mir irgendwas wehgetan. Ja, aber wie gesagt, das muss ja nicht überall so sein. Also ich hatte diesmal Glück, meine liebe Bettnachbarin, die liebe Conny, die ich da kennengelernt habe. Wir haben übrigens immer noch Kontakt, was ich echt feiere. Ne? Die hat Schmerzen gehabt. Ja. Also diese Gas-Schulterschmerzen und so. So. So, Nettchen schreibt, sie lässt immer die Reste einpacken. Genau, einfach Frischhaltedosen mitnehmen. Ja. Und kostet alle Geld. So, hat jemand Standbild? Weil Antje hat Standbild. Bei uns läuft es. Liebe Grüße an Ilona. Ilona grüßt uns nämlich. Ne? Aha. Ja. Wir grüßen zurück. So, also da hatte jemand auch mal Standbild. Neu starten, schreibt Nicole. Wie groß sind denn die Portionen? Also, das ist, glaube ich, bei jedem verschieden. Kommt auch immer drauf an, was du operiert bekommen hast. Ne? Bei meinem Schlauchmagen war es am Anfang 150 Milliliter bis 200. Und inzwischen, wo der Magen abgeschwollen ist und heilt, oder vielleicht ist er ja auch schon geheilt, keine Ahnung. Bestimmt. Aber nach 3 Monaten sollte er schon geheilt sein. Ja. Sind die Portionen jetzt auch so bei 200, 250? Kommt drauf an, was ich esse. Manchmal schaffe ich auch 300. Also wir haben heute gegessen Protein-Wraps und da, also die sind recht klein, ne? 40 Gramm wiegt ja da so ein Teil. Da habe ich 2 Stück tatsächlich geschafft mit Tomate, Salat und eine Scheibe Putenbrust drin. Ja. Da schaffe ich dann 2. Aber grundsätzlich ist das, ich sage immer, so eine große Suppenkelle voll, die fast ungefähr so 200 Milliliter, die schafft man. Und man sollte auch nicht drüber hinausgehen, weil sich dann ja irgendwann der Magen weiten würde wieder. Und das ist ja nicht Sinn, ne, der Operation. So, Lina möchte wissen, warum wir eigentlich keine Kinder haben. Also eigentlich finde ich, ganz ehrlich, Lina, die Frage, na, das macht man nicht, so was einfach zu fragen, weil vielleicht hat das ja schlimme Gründe, dass jemand keine Kinder hat. Ganz ehrlich, das fragt man nicht. Aber ich kann ja nicht sagen, ich bin nicht so zart beseitigt. Ich bin an Gebärmutterkrebs in jungen Jahren erkrankt.
Man hat mir die Gebärmutter genommen. Das Gerät zum Kindermachen ist nicht mehr vorhanden. Deshalb gibt es keine Kinder. So, Kinderwunsch war da. Ich wollte immer 4 Kinder haben. Ich nur Fußballmannschaft. So, Frage beantwortet. Unfreiwillig kinderlos. So. Zufrieden? Habt ihr eigentlich Enkelkinder? Ja, da sind wir jetzt bei dem Thema, das hatten wir eben. Ja, weiß ich nicht. Bin mir gerade nicht so sicher, weil die Lina hier so viele Fragen stellt. Die, ach so. Wie viel hast du vor der OP gewogen? Da spreche ich nicht drüber, noch nicht, weil ich dazu noch nicht bereit bin. So, Katrin schreibt, das heißt, für Menschen mit Bulimie geht das nicht. Das müsstest du halt mit dem Psychologen abklären. Ne? Da kann es sein, dass erst eine Therapie stattfinden muss. Und dann kann man darüber vielleicht reden. Ja. Also ich denke, da müsstest du auf jeden Fall mit dem Doktor, mit dem Arzt reden, dich in also wenn es hier um dich geht, oder dieser jemand dann halt in psychologische Behandlung gehen, sich therapieren lassen, wenn möglich, und ja, und dann halt nochmal mit dem Adipositas-Zentrum sprechen. Ja, also das wäre das, was ich dir raten würde. Hallo, liebe Gabi. Gabi Rings ist da. Liebe Grüße über den großen Teich, meine Klinikhof, der jetzt gut. Die Jutta Reindl schreibt, würdest du uns auch sagen, wie viel du vor der OP gewogen hast, liebe Susi? Oder ist das zu privat? Im Moment ist das für mich noch zu privat. Ich habe das schon mal gesagt. Dass, als ich mich da vorgestellt habe, in diesem Zentrum, wird man ja gewogen. Und da bin ich schon einmal hinten übergekippt. Und als ich dann zum Abschlussgespräch 1,5 Jahre später hinging, bin ich vollends ohnmächtig geworden. Ja? Also in den 1,5 Jahren habe ich dann tatsächlich noch mal 8 oder 9 Kilo zugenommen. Ja? Das ist ganz, ganz schlimm. Also das ist, ich habe das noch nicht verarbeitet. Irgendwann werde ich ganz, ganz bestimmt darüber reden können, aber im Moment geht es einfach noch nicht. Brischi schreibt, hast du Refluxbeschwerden durch die Veränderung, da der Magen ja jetzt kleiner ist? Zurzeit nicht, weil ich noch die Pantoprazol nehme und die muss ich ein Jahr nehmen. Also ich kann dir das wirklich erst nächstes Jahr im Februar, März oder was beantworten. Solange können wir die Frage beiseite stellen. weil dann muss ich die Pantoprazol absetzen und dann werde ich das sehen, wie sich das verhält. Ja. Also das kann ich leider noch nicht sagen. So, hallo liebe Regina Marz, schön, dass du da bist. Auch guten Abend auch zu Martinchen, schön, dass du da bist. Und die Lisbeth schreibt, wie sieht denn jetzt deine Bewegung aus? Gibt es dafür ein Programm oder gestaltest du das selber? Also ich gestalte das selber, weil ich ganz ehrlich sagen muss, Fitnessstudios sind mir einfach zu teuer. Also selbst damals, als ich im Fitnessstudio war, bei McFit, hatte das 15 Euro gekostet und jetzt sind wir ja da schon bei 50 Euro. Ja. Und ganz ehrlich, das mache ich nicht. Im Moment bin ich auch noch viel zu schwer, um so richtig sportlich unterwegs zu sein. Da würde ich meinen Gelenken schaden. Und das, was ich mache, das mache ich halt in Selbstregie. Also natürlich mit draußen mich bewegen, viel laufen. Und hier zu Hause hampel ich halt auch ein bisschen rum. Ne? Mit bestimmten Übungen und Stretchübungen auch. Also Yoga, irgendwie, dass ich meine Faszien stretche. Das ist ein blödes Wort. Ne? Ja, oder Indoor-Walken mache, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Also das mache ich halt in Eigenregie. So, Katrin schreibt, das ist aber zu wenig. Kann man leider nicht pauschalisieren, Katrin, denn jeder verträgt das anders. Ja. Jeder Mensch ist anders. Wenn ich mehr als 200 Gramm an Porzellan, also sagen wir mal jetzt einfach ein Hähnchenbrustfilet esse, ja, dann würde ich ja brechen. Das ist also für mich ist das im Moment ausreichend. Und bei mir darfst du ja nicht vergessen, es ist ja noch relativ frisch, die OP, das ist gerade mal 3 Monate her und das stimmt. Und wenn mir das im Magen drückt, naja, dann höre ich natürlich auf zu essen und wenn das bei 200 Gramm drückt, dann höre ich auf. Aber ich habe ja vorhin auch noch eine andere Zahl gesagt, ne? Wenn man sowas hier in den Raum wirft, muss man auch die anderen Zahlen berücksichtigen, ja, die ich gesagt habe, nämlich es kommt drauf an, was es ist,
dass ich dann auch 250, 300, ja 300 Gramm schaffe ich auf jeden Fall. Ja. Aber dann fängt schon richtig an zu drücken. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt 300 Gramm Buttercreme esse, dann wird es wirklich schwierig. Also man kann das nicht pauschalisieren. Jeder ist anders. Ne? So, Jutta, ja, natürlich. Jutta Reine fragt weiter. Darf man auch fragen, wie viel du jetzt schon im Ganzen abgenommen hast, liebe Susi? Selbstverständlich, dafür sind wir ja hier. Ja. insgesamt, also seit Höchstgewicht, habe ich jetzt knapp 30 Kilo abgenommen. Es sind 28, ganz genau 28,5 Kilo. Und ich bin mächtig stolz darauf. Ja. Morgen ist ja erst Wiegetag. Ich vermute mal, dass morgen die 30 geknackt ist. Ne? Na klar. Ja, also ich freue mich da schon sehr drauf. Ich merke das vor allem auch an meinen Sachen. Also es jetzt passen, also damals, als die liebe Verena so viel abgenommen hat, hat sie mir ja ihre ganzen großen Sachen geschickt. Und da waren welche bei, da habe ich nicht reingepasst, ne? Weil ich wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren, die es bis zur OP dauerte, echt nochmal zugelegt habe. Und da passe ich halt jetzt rein, locker sogar. Ja, das ist so schön. Ja, da freut mich einfach unfassbar. So, Krümelkatze fragt, wendet man sich direkt an ein Adipositas-Zentrum, um eine Beratung zu bekommen? Ganz genau. Liebe Krümelkatze, genau so läuft das. Such dir, wo du wohnst, ein Adipositas-Zentrum aus, ein Krankenhaus aus, wo du glaubst, das ist genau das, was zu dir passt. Da rufst du an, machst einen Termin, wenn du einen brauchst. Ne? Also ich hätte bei mir jetzt auch einfach so hinfahren können, aber ich habe angerufen, habe einen Termin gemacht, die sagten, kommen so vorbei. Und da fand tatsächlich der erste Kontakt auch mit dem Chirurgen statt, also mit einem Chirurgen. Das war nicht der, der mich operiert hat, sondern halt, das sind zwei in meinem Zentrum gewesen, sondern der andere. Und mit dem habe ich das alles durchgesprochen, habe dem alles erzählt, was mein Problem ist, also welche Alltagsprobleme ich habe, was meine Ziele sind und alles sowas. Das habe ich dem alles erzählt und der hat dann mit mir besprochen, was dafür in Frage kommt, weil es ja viele verschiedene Operationsmöglichkeiten gibt. Und ja, so nahm das seinen Lauf. Dann habe ich eine dicke, fette Akte mitbekommen. Da waren halt ein paar Sachen, die ich abarbeiten musste. Und das habe ich gemacht. Und dazu gehörte unter anderem dann halt auch diese Ernährungsberatung und der Psychologe. Und ja, dann ging das so seinen Weg. Und wenn du Fragen und so was hast diesbezüglich, kriegst du da wahrscheinlich, also bei mir war es so, eine Ansprechpartnerin mit an die Hand. Und meine ist so ja mit WhatsApp verbunden. Also ich kann die jederzeit über WhatsApp erreichen. Und wenn du da Fragen hast, dann ja, fragst du die dann einfach. Ja, oder zumindest rufst du an oder schreibst du E-Mail, irgendwie sowas in der Richtung. Aber das musst du dann da vor Ort hören, ne? Genau. Ja, jeder Krankenhaus arbeitet ja anders. Genau. Und der Erfolg ist halt der erste Schritt, ne? Den ersten Schritt zu machen. Genau. Ja. So. Die liebe Bettina Krumm ist da. Schönen guten Abend, meine Süße. Hallo, meine zwei Menschen, meine Herzmenschen, also ein Herz. Du siehst toll aus, liebe Susi. Uwe natürlich auch. Vielen, vielen Dank, Bettina. Danke. Freut mich. So, das musst du uns auch nicht sagen. Deine Abnahme tut dir gut, egal was du am Start auf der Waage hattest. Irgendwann bin ich auf jeden Fall bereit, darüber zu reden, aber im Moment ist es einfach noch nicht. Ne? Ich kann euch verraten, meine Waage hat nicht mal mit mir geredet, ne? Das ist, also nicht mal mehr die Gruppen bitte absteigen. Die hat einfach nicht mehr mit mir geredet. Das fand ich schlimm, ja. Liebe Grüße nach Freising, liebe Fendi. Schön, dass du da bist. So, Marc schreibt, ich bin so gespannt, wie viel Kilo du abgenommen hast. Ich denke ziemlich viel, weil du so gut aussiehst. Vielen, vielen Dank, Marc. Ja, haben wir ja gerade gesagt, Werbung bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr auch Werbung habt. aber ich bin ja wahrscheinlich nicht so schnell mit dem Lesen. Das 28,5 Kilo. Ich denke, morgen, wenn ich mich wiege. Morgen sind die 30 geknackt. Ja, vermute ich mal. Klar. So, jetzt muss ich erstmal wieder finden. Da ist der Marc wieder. Ja, auf jeden Fall, das tut mir so, so gut, dass ihr mir so liebe Komplimente macht bezüglich meiner Abnahme. Dankeschön, auch an dich, lieber Marc. So. Tatjana, ja, Rodek, hallo meine Lieben, wie geht's euch dreien?
Gut. Ja, also bestens, ne? Das ist die kleinen Zipperlein, über die reden wir ja nicht, ne? Und Kira geht und auch. Die jetzt auch gut, die schnarcht. Die liegt auf der Couch und schnarcht, genau. So, Renate schreibt, Schwimmen ist auch gut, ja. Ja. Wir haben hier gerade nur, also unser Paracelsusbad ist im Bau, ne? Da kannst du nicht mehr schwimmen. Schon 2 Jahre, oder? Ja. Also ja, ist ein Jahr auf jeden Fall. Ja. Da geht irgendwie nichts vorwärts. Und ich freue mich schon auf den Sommer, wenn man wieder an den See kann. Ja. Ansonsten ans Meer. Also da werde ich auf jeden Fall auch meine Runden drehen. Ja. Und es ist einfach so viel anders. Ne? Früher war es halt Planschen. Heute weiß ich, ich will drehen. Heute ist es tatsächlich so, dass ich zu Uwe sage, komm, lass uns doch eine größere Runde laufen. Und der hättest du früher nicht von mir gehört, Uwe. Der gibt mir auch mal ganz einen Satz an. Ja, aber Leute, ich will es einfach. Ne? Ich möchte das. Ich möchte das. Ist doch ein Teilchen, wie fit sie sich schon fühlt. Naja, fit bin ich nicht. Ja, ich meine jetzt verstehe, was du meinst. Tatjana, ich schreibe, du siehst sehr gut aus. Lieben, lieben Dank, Tatjana. Liebe Claudia, schönen guten Abend, meine Süße. Endlich bin ich auch da. Wurde erstmal schnell alles nachschauen und bin dann live dabei. Ach, ist doch nicht so schlimm, wenn jemand das nicht schafft. Wir lassen es da wieso wieder laufen. So, Brich, ja. Ja, klar, es wird gespeichert. Ja, ja. Brichi schreibt wieder, hast du in der Zeit auch schon Tiefs gehabt? Nicht wirklich. Also ich habe zweimal ein Tief, ich würde nicht als Tief bezeichnen, aber wenn du dich wiegst und da ist natürlich dann eine ganz andere Zahl, als wie man das vielleicht erwartet hat, dann denkt man, mache ich alles richtig? Ja. Also so ein bisschen Zweifel habe ich schon gehabt, denn ich hatte da tatsächlich jetzt in den 3 Monaten zweimal, also 2 Wochen gehabt, wo ich einmal nur 700 Gramm abgenommen habe und einmal nur 400 Gramm. Ne? Ja. Das ist, Leute, man muss sich da immer wieder sagen, dass es trotzdem auch viel ist, denn gesund abnehmen ist ja 500 Gramm, glaube ich, in einer Woche. Ja, ich glaube 500 Gramm in der Woche. Und dann jammer ich, dass ich nur 700 abgenommen habe. Das ist aber halt, weil die anderen Abnahmen halt einfach viel höher waren. Ne? Ganz am Anfang habe ich 3,5 Kilo in der Woche abgenommen. Ja, das ist ja nicht normal, wie du putzt. Und so grundsätzlich ist das eher, hat sich jetzt so eingependelt zwischen 1 Kilo und 1,5 Kilo. Kommt halt drauf an, aber es gibt auch mal so Wassereinlagerungen und so was. Ich habe ja leider sehr viel Wassereinlagerungen, die im Übrigen auch richtig, richtig gut geworden sind, die Wassereinlagerungen. Ich kann euch das zeigen, vielleicht könnt ihr darauf was erkennen. Kann man das sehen? Seht ihr da unten hier, wie tief der Balken ist? So viel Körperwasser habe ich verloren jetzt, einfach durch die Abnahme. Also ich hatte 64,2% und jetzt sind es nur noch 53,3%. Das ist so toll. Reine Fettmasse habe ich insgesamt 23 Kilo reine Fettmasse verloren. Das muss man sich mal überlegen, wie viel Päckchen Butter das sind. Ja. Ja, also ich finde es einfach nur Wahnsinn. Kann ich euch hier noch irgendwas sagen? Ja, Muskelmasse habe ich leider auch ein bisschen verloren, nämlich 3,5 Kilo Muskelmasse in den letzten 2 Monaten. Aber es ist, also die Ernährungsberatung hat gesagt, es ist okay, weil ich muss jetzt ja nicht mehr so viel Gewicht tragen. Ja. Deshalb, also alle gut. Ja, das ist das, was ich euch auf jeden Fall sagen kann. So. Ansonsten hatte ich, liebe Brichi, keine Tiefs. Also ich habe ja viel positives Feedback in meinem Umfeld hier, also auch durch Uwe natürlich in erster Linie. Und das hilft mir natürlich auch über Selbstzweifel hinweg. Also Selbstzweifel habe ich schon dann und wann, ne? Ob ich alles richtig mache. Jetzt hat die Ernährungsberatung gesagt, ich mache alles richtig, ich bin total in der Norm. Also mit diesen 30 Kilo in 3 Monaten bin ich total da drin, wo ich sein soll. Und auch als sie mein Ernährungstagebuch gesehen hat, ich benutze ja das FDD-Buch, ich schreibe euch das hier mal auf, dass, falls jemand sich daran interessiert, das ist eine App,
Und die beinhaltet die größte Lebensmitteldatenbank, die es einfach gibt hier in Deutschland. Und da tracke ich halt meine Kalorien, da kann sie Kalorien tracken. Also ich habe die kostenlose Version, man kann auch eine Bezahlversion dort sich kaufen. Dann hat man noch die Mikros und Makros, wenn man die braucht. Ich brauche die nicht, mir reicht einfach, dass ich meine Kalorien berechnen kann, dass ich sehe, wie viel Eiweiß ich zu mir genommen habe und ja, wie viel Kohlenhydrate und sowas halt. Ne? Also diese App DDB kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist eine ganz, ganz tolle App, wo man halt Lebensmittel oder seine Kalorien tracken kann. Ich liebe es, wenn ihr in der Küche seid und uns leckere Rezepte zeigt. Dadurch, dass ich meine Ernährung krankheitsbedingt umstellen muss, habe ich schon einiges nachgekocht. Schreibt Nicole Ballas. Das freut mich auch sehr. Super. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Die liebe Martina schreibt, das finde ich super, dass du selbst deine Bewegungen unternimmst. Denn wie du schon erwähntest, die Gelenke sollten nicht zu sehr strapaziert werden. Ja, das ist es ja. Deswegen finde ich auch das Format The Biggest Loser ganz, ganz räudig. Ne? Ich meine, auch wenn das ärztlich dort angeblich überwacht ist, aber die Ärzte überwachen ja nicht die Gelenke. Und wenn ich sehe, was die übergewichtigen Kandidaten dort leisten müssen, also da fällt mir ganz oft nichts mehr zu ein. Das ist überhaupt nicht gesund. Nee. Nettchen, lieben, lieben Dank für den Zuspruch. 30 Kilo, ich freue mich auch mega. Ich hoffe, das bleibt noch so noch eine Weile so, dass ich natürlich letztendlich tatsächlich mein Wunschgewicht erreiche. Da habe ich mich am Anfang auch ein bisschen schwer getan, denn so mein Wunschgewicht ist ja irgendwann Normalgewicht zu haben. Aber das ist sehr hoch gegriffen. Ne? Ich möchte ja jetzt kleine Etappen eigentlich machen. Und die, ich bin jetzt in der Etappe, wo ich gesagt habe, da habe ich halt schon 10 Jahre nicht mehr so viel gewogen. Da wollte ich halt hin und jetzt ist die nächste Etappe, Hochzeitsgewicht oder Kennenlerngewicht zu haben, wie ich Uwe kennengelernt habe. Ja. Und da mache ich mich jetzt auf und hoffe, das auch noch zu erreichen. Lieben Dank, Fendi. Wow, was du abgenommen hast. Super, weiter so. Ich bin bemüht, auf jeden Fall. Danke. Krümelkatze schreibt, merkst du gesundheitliche Veränderungen durch die Abnahme, zum Beispiel Reduzierung von Bluthochdruck oder Schmerzen? Nein. Die Schmerzen, also ich habe ja so Hüftschmerzen und ich weiß nicht, ob das mit dem Übergewicht zusammenhängt oder nicht. Die Ärzte sagen ja immer, zu allem, was ich habe, liegt am Übergewicht. Aber die Hüftschmerzen tun halt immer noch genauso weh wie vorher auch, insbesondere wenn ich mich bewege. Das ist halt auch dieser Teufelskreis. Ne? Wenn du dich bewegst, kriegst du die Schmerzen, dann möchtest du dich am liebsten schonen. Ja, aber das tut dann wieder nicht gut. Also schwierig, die Geschichte. Ich zwinge mich dann halt, wenn es wirklich sehr weh tut. Ich glaube, man sieht es in den Videos auch, dass ich manchmal so schaukelnd laufe. Das liegt daran, dass ich so das Gefühl habe, als würde meine linke Hüfte so ein bisschen rausgerutscht sein. Also aus der Hüftpfanne, wenn ihr versteht, was ich meine. So fühlt sich das an. Und aber wie gesagt, bis jetzt habe ich noch keinen vernünftigen Arzt gefunden, der mich dann auch behandelt. Ja, das ist ja immer noch so eine Sache mit Ärzten und Übergewicht. Da wirst du gleich gar nicht behandelt. Ich denke, ganz viele, die das auch durchmachen, können das bestätigen, dass ganz viele Ärzte da irgendwie eine Blockade machen. Ja, naja, du bist halt selbst schuld, weil du übergewichtig bist. Ne? Das ist, also das ist immer noch nicht angekommen, dass das eine Krankheit ist, eine Essstörung ist und sowas. Das kommt halt bei den Leuten nicht an. Ja? Für die meisten bist du halt faul und stinkig und keine Ahnung, undiszipliniert. Und das ist ja, das stimmt ja halt nicht. Ne? Den Bluthochdruck, ich habe es noch nicht gemessen, weil meine Oberarme immer noch zu dick für die Manschette ist. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ich war beim Kardiologen, der hatte keine Bluthochdruckmanschette. Die funktionierte, da muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe keine Ahnung, was hier in Reinickendorf in Berlin los ist, aber hier läuft ganz viel schief, was ärztemäßig angeht. Dann wollte ich direkt von meinem Arzt hier, von meinem Hausarzt, auch mein Blutbild erstmal überprüfen lassen, weil ich muss ja diese Supplemente halt nehmen und gucken, dass mein Vitaminhaushalt und sowas alles in Schuss ist. Ne? Also Kalzium jetzt nicht, aber die ganzen Vitamin B-Vitamine und
weiß ich nicht, was alle noch, ihr wisst schon, was ich meine, hat der gesagt, nee, erst im Juni, wenn das halbe Jahr rum ist. Ja, aber der hat ja nichts zum Vergleichen. Hä? Weißt du, ich denke mal, was ist hier los, ey? Das sind alle Ärzte, ja. So. Kannst du nur den Kopf schütteln. Und mit dem Bluthochdruck ist es halt so, mir geht es noch nicht schlecht mit meinen Tabletten. Also ich müsste dann ja einen niedrigen Blutdruck haben und bis jetzt habe ich da noch keine Symptome oder Erscheinungen irgendwie gehabt, dass ich denke, oh, vielleicht ist der Blutdruck jetzt zu niedrig. Deshalb nehme ich die erstmal noch weiter, bis ich entweder um unsere eigene Mannschaft oder richtig rumpasse. Also sie passt schon rein, Leute, wie sich das immer an. Ja, aber wenn das Ding sich aufpumpt, dann quetscht mir das richtig den Arm ab. Das heißt also, mein Oberarm ist zu dick dafür. Ne? Also so doll, dass ich so ja Blutergüsse davon kriege. Deshalb mache ich das nicht. Aber solange es mir gut geht, ist das auch gut. Schon gut gehen. Genau. Denn du hast ja auch seitdem keine Beschwerden gehabt. Und die mit dem Blut, mit dem Kreislauf oder so. Ja, nichts. Bis jetzt gar nicht. Gott sei Dank. Nee. Also ich komme jetzt langsam auch zu Team Ich Friere. Ne? Ja, also ich bin ja eigentlich immer der Part gewesen, der immer warme Hände, immer warme Füße hat und alles. Inzwischen ist das halt, dass ich immer öfter tatsächlich abends friere. Und eine große Frostbeule. Aber das ist normal. Ich hoffe, das liegt sich irgendwann. Na klar. So, Silke schreibt, wow, herzlichen Glückwunsch, lieben, lieben Dank, Silke. Und an alle, die natürlich mir dazu gratulieren, lieben Dank. Boah, super, bin begeistert, du kannst stolz auf dich sein. Die Martina schreibt, cool, das ist so super emsig am Ball, dass du so super emsig am Ball bleibst, denn der Erfolg zählt, auch dass der Uwe mit dir an einem Strang zieht. Uwe, ich schicke dir viele Herzen. Ah, wie süß, danke Martina. Danke. Der Uwe, wenn wir mal jetzt von mir wegkommen, der Uwe hat auch 8 Kilo abgenommen. Ich schicke wieder zurück. Das möchte ich auch mal erwähnt haben. Ich finde, man sieht das bei Uwe auch im Gesicht, dass er schon ordentlich abgenommen hat. Und das war so lustig. Er hat seine Wintersachen schon ein bisschen aussortiert und wollte die Sommersachen halt in den Schrank tun und hat sich gedacht, also wir hatten ja schon einmal hier 27 Grad und da hat der Uwe sich gedacht, ach, zieh mal meine Hose an, die ich letztes Jahr gekauft habe. Ja, fällt ihm vom Arsch, ne? Kann er nicht mehr anziehen. Kann ich vergessen. Also der Uwe hat auch abgenommen, weil so ein bisschen gesund essen tatsächlich ausmacht und natürlich auch das Schleckern. Ne? Ja, klar. Der Uwe schleckert zwar schon noch ab und zu, finde ich auch in Ordnung, man soll sich das gönnen. Aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir das gemacht haben. Ne? Das ist also, und man sieht den Erfolg. So eine Tüte Kekse abends, war kein Problem. Ja. War die weg? Ja, ich kenne das, ich fühle das jetzt auf jeden Fall. Guten Abend, liebe Katrin Weiß. Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Ich reiß mich auch zusammen, weil ich mir gesagt habe, nö, muss ja nicht sein. Ja, weil der Uwe ging ja vorher auch. Weil der auch nicht vor mir essen will. Weil ja, außerdem. Das ist auch so süß, danke. Ja, das ist klar. Das Fieber, das hilft. Na klar, soll ja auch helfen. So, Anke möchte wissen, ob ich mich jede Woche wiege. Ja, immer sonntags. Immer sonntags kommt die Erinnerung. Als ich damals vor 24 Jahren diese 40 Kilo abgenommen habe, da habe ich den Fehler gemacht, mich mehrmals am Tag zu wiegen, täglich und mehrmals am Tag. Und das hat mich wirklich bekloppt gemacht. Ne? Du hast ja nur schwankendes Gewicht. Du hast ja über die ganze Woche schwankendes Gewicht und das macht dich verrückt. Ja. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich das nochmal schaffe, so abzunehmen, werde ich diesen Fehler auf gar keinen Fall ein zweites Mal machen. Deshalb ziehe ich das, auch wenn es mir in den Finger juckt, Leute. Ne? Aber ich ziehe das durch einmal die Woche am Sonntag und dabei bleibt es auch. Justine K. Hallo, ihr Hübschen. Susi, du hast heute so tolle Wimpern hier. Ich habe mal richtig Bock darauf gehabt. Das sind die Magnetwimpern, die ich mir damals mal geholt habe, vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren. Ja. Immer wieder gerne, aber die sind halt echt extrem lang, ne? Ja. Gratuliere zur Abnahme und deiner Konsequenz. Vielen Dank. Einfach super. Uwe, wie läuft's mit Puzzeln? Möchte gerne mehr davon sehen. Im Moment puzzelt der Uwe nicht. Nee, der jetzt im Moment hat der Uwe zurzeit kein Puzzlebock. So, Julia Hoffmann möchte wissen, was musst du vorher tun, dass du den Schlauchmagen bekommen hast. Also eigentlich war ja bei mir zum Beispiel der Schlauchmagen ja nicht eingeplant. Ne? Ich sollte ja einen Bypass kriegen. Der ging aber nicht, der Bypass war nicht möglich zu machen,
weil ich zu viel Bauchfett hatte. Also da muss man dann auch noch mit rechnen. Das möchte ich natürlich jedem, der sich damit trägt, mit dem Gedanken trägt, sich operieren zu lassen. Wenn der Bypass versprochen wird, rechnet auf jeden Fall damit, dass ihr vielleicht auch mit einem Schlauchmagen aufwacht, so wie mir das passiert ist. Das ist halt, wenn man zu viel Bauchfett hat und die Darmschlinge nicht hochgezogen werden kann, dann würde das halt eventuell zu hohe Risiken haben, dass der reißen könnte oder so. Und dann passiert das so. Und was man machen muss, das habe ich ja schon erklärt. Oder brauchst du da jetzt nochmal eine Erklärung, liebe Julia? Dann schreib es mir doch bitte nochmal. So, Uwe sieht natürlich auch gut aus, schreibt Tatjana. Ja, sowieso von Hause aus, ne? Da bin ich der Schönste. Ich gucke nur mal, was ihr hier Schönes geschrieben habt, denn ich habe so viel Quatsch, dass ich jetzt erstmal nachlesen muss. Ey. Du könntest mal unsere Schätzelein ein bisschen unterhalten. Ja. Ja, ich, wie gesagt, ich mache das auch mit das Abnehmen und so. Abends habe ich dann immer, wie wir noch alles beide zusammengegessen haben, habe ich 3-4 Stunden abends eingepfiffen. 2 abends reichen. Und dann, ich esse auch nicht mehr so fett. Mhm. Vorher ist ja die Leberwurst, die war ja schon gestapelt auf der Stulle. Ich habe mir gerade was ganz Süßes gelesen von der lieben Bianca Funkert. Sie schreibt, ich schaue euch ja nochmals mit meinen Eltern. Mein Vater, 78, dement, versteht ja den Content nicht mehr, sagt aber jedes Mal, wie schöne braune Augen du hast. Ah, wie süß ist das. Ganz, ganz liebe Grüße an deinen lieben Herrn Vater. Und ich bedanke mich für dieses schöne Kompliment auf jeden Fall. So, aber Susi, es gibt auch Menschen, die kommen nicht zunehmen. Du meinst, sie können nicht zunehmen? Ja, gibt es auch. Ja, stimmt. Ja, oh. Es gibt halt auch die andere Richtung, natürlich, aber das hat ja nichts mit Adipositas zu tun. Nee. Und wir behandeln ja hier gerade Adipositas, ne? Und nicht Magersucht oder nicht zunehmen können. Wir bearbeiten ja Fett und abnehmen wollen, verstehst du? Deshalb aber die andere Richtung, natürlich gibt es auch, ist ja klar. Ja. Martina schreibt noch zu Biggest Loser. Biggest Loser kam mal raus, dass die Teilnehmer dafür dass sie was einnehmen müssen. Zumindest ließ das ein Kandidat mal durchsickern. Ob das jetzt so war, ist, naja, keine Ahnung. Also das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das, was die da manchmal an Sport und körperliche Leistung bringen müssen, unfassbar Gelenke störend ist oder schlecht für die Gelenke einfach ist. Ne? Sigrid Decker schreibt, hallo ihr drei, ich freue mich für den bisher super Erfolg, mach weiter so. Ich bin bemüht auf jeden Fall. Verfolge deine Videos immer. Liebe Grüße, Sigrid aus dem Schwabenländle. Liebe Grüße in der Schwabenländle. Ja, Jutta schreibt, liebe Susi, vielleicht hast du einfach einen Beckenschiefstand. Hatte ich auch schon oft und ständig Hüftschmerzen. Ein Orthopäde hat mich eingerenkt und seitdem ist gut. Ja, ich muss halt jemanden finden, der mich nicht direkt einfach ja, quasi ablehnt, nur weil ich übergewichtig bin. Also meine Hausärztin, die ich hatte, bevor ich den jetzt habe, den ich jetzt habe, die hat mich ja nicht ein einziges Mal angefasst, ne? Das ist ja, das kommt ja irgendwie in den Köpfen der Leute nicht an. Ja, schlimm mit manchen Ärzten, das ist aber wirklich, Nicole, ganz ehrlich, manche sind nicht zu verstehen. Maria Dolores sagt, ich soll mal lieber ein Blutdruckmessgerät fürs Handgelenk kaufen. Nee, wir haben ja eins mit Manschette. Ja. Das ist ja da und das ist auch ein verschriebenes, also ein geeichtes Gerät. Und warum sollte ich mir da jetzt noch eins holen? Und die Handgelenksdinger sind ja auch sehr ungenau. Also, habe ich gehört. Und ich hätte es gern genau. So, hallo ihr zwei. Schöne Grüße vom Bodensee von Carina. Susi, du siehst echt toll aus. Lieben, lieben Dank, danke. Oh, mein, so viele süße Komplimente. Also Jutta sagte, wäre genau am Handgelenk. Ich höre immer, es ist nicht genau. Ich weiß es nicht, aber es ist eins da und deshalb möchte ich kein zweites kaufen. Wir haben auch zwei Manschetten, einmal in
L und einmal ein M, also eine große und eine kleine. Ich passe in die Ene bald rein. Und ansonsten, Leute, ganz ehrlich, das ist doch, muss doch möglich sein, dass der Arzt, der Hausarzt oder so, ja, der Kardiologe, der muss doch einen Blutdruck messen können. Und das ist ja, also, sorry. Habe ich vielleicht zu viel erwartet, weiß ich nicht, kann auch sein. So. Guten Abend, liebe Heike Wortmann. Ich freue mich, dass du auch da bist. Nicole schreibt, ihr macht das beide so super. Lieben, lieben Dank. Ja. Ja. Marianne zieht den Hut. Lieben Dank, liebe Marianne. Sie ist schockverliebt in uns. Dankeschön. Ja, schön, dass es euch gibt. Liebe Grüße aus Buko. Liebe Grüße in die Nachbarschaft. Ja. Hallo, ihr Lieben von Barb von Catpolis. So, ich schaue auf TLC gerne die Serie und mein Leben mit 300 Kilo. Dieser Arzt ist in den USA sehr interessant. Ja, ja, wir gucken genau. Auch mal. Und ich denke mal, gleich fällt er um, ne? Ja, der hat schon Sand in der Tasche. Das ist auch wirklich sehr, sehr merkwürdig. Aber ja. Wahrscheinlich ist so viel Schauspiel da. Aber grundsätzlich ist es sehr interessant. Ja, stimmt. Ne? Das ist schon, die kicken wir ja mal. Ja, ja. So, juhu, ich bin da, schreibt Jelka. Das freut mich. Schön, dass du es geschafft hast. Denn sie fummelt schon eine halbe Stunde am Handy rum, weil ich gerade von Hamburg nach Hause fahre. Ah, gute Heimreise, meine ja. Liebe. Lynn Meyer schreibt, hallo, hallo, liebe Lynn. Brichi schreibt, toll, wie Uwe das mit der Bank gelöst hat. Ist ein neues Projekt geplant? Kann ich noch nicht sagen. Ja, also wenn es wärmer wird, auf alle Fälle, ist noch was Neues geplant. Und zwar muss ich die Fenster alle streichen. Schleifen, richtig grundieren und dann streichen. Das muss ich machen, unbedingt. Muss diese da gemacht werden. Ja. Fenster und Türen, die müssen hier gemacht werden. Ja. Außer die Eingangstüren. Nee, die machen wir nicht. Nee, die machen wir nicht. Jetzt müssen wir sowieso erstmal sehen, wie es hier weitergeht, ja. Ob der die Wohnung gekauft oder nicht kauft. Wir hatten ja Freitag die Besichtigung. So, Heike Wortmann, ich bin etwas spät dran, gerade erst nach Hause gekommen. Na, dann erstmal Beine hoch, lieber Heike. Ja. Und ausgeruht. Lothar Neuhäusler schreibt, wow, ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Hast du abgenommen? Respekt. Ja. Vielen Dank. So, Julia Hoffmann schreibt, muss man eine gewisse Anzahl an Gewicht nehmen, um das machen zu können? Und das ist einen auch seelisch belastet, wenn man deswegen zum Psychologen muss, um es zu bestätigen, das ist einen belastet. Ja, natürlich, ja. Also wie schwer man sein muss, weiß ich jetzt nicht, aber du musst natürlich Adipositas, ich glaube, mindestens ab Grad 2 haben oder 1. Ist dann hier unsere liebe Baltikus Natz, bist du noch da? Weißt du das? Als Ernährungswissenschaftlerin, wie da das so sich verhält? Das kann ich dir nicht genau sagen, wie hoch. Also ich würde einfach zu einem Adipositas-Zentrum fahren und mich beraten lassen. Das ist so der beste Rat, den ich dir geben kann. Und da hast du Fachleute, die dir genau sagen können, wie sich das bei dir persönlich verhält. Ja. Also ich glaube, dass da auch schon Leute waren, die 100 Kilo wogen und die haben sowas bekommen und konnten dann auf ihr Idealgewicht kommen oder Normalgewicht. Also bei mir möchte ich ja gar nicht vom Idealgewicht sprechen, aber Normalgewicht wäre schon schön. Ne? So. Wie gesagt, ich möchte jedem raten, der jetzt hier zuguckt und sich mit dem Gedanken trägt, macht einen Termin bei euren Adipositas-Zentrum in einem Krankenhaus, was das halt macht, also ein AZ. Und lasst euch da auf jeden Fall ausreichend beraten. Schreibt euch alles auf, all eure Fragen, damit ihr nichts vergesst und klärt es dort vor Ort ab. Da habt ihr wirklich Fachleute. Das ist das, was ich mit auf den Weg geben kann. So, die liebe Claudias kleine Welt. Bin jetzt auf dem aktuellen Stand. Ach Susi, ich bin so stolz auf dich und du schaust einfach wunderbar aus. Ah, danke schön. Lieben, lieben Dank.
Ich messe seit ca. 20 Jahren mit dem Handgelenk, habe aber auch ein Oberarmmessgerät. Ich habe keine Ahnung, ob die nun genau sind oder nicht, die Handgelenkmessdinger. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Für mich gibt es keine Notwendigkeit, noch eins zu kaufen, wenn eins da ist. Das haben wir schon so viele Jahre. Ja. Ella Baumschraub, den schreibt, der Arzt aus der Serie, finde ich, durfte den Doktor nur sagen. Ne? Ich muss auch immer lachen, weil er sagt, in OP Licht aus. Ja, also ich finde überhaupt die Serie toll. Das ist gemacht worden. Einfach, weil es auch zeigt, mit was man sich als übergewichtiger oder stark übergewichtiger Mensch rumschlagen muss. Und Leute, ne, ich habe lange nicht dieses Gewicht gehabt und nee. Ich fühle das alles, ne, weil ich einfach weiß, wie das ist und ich weiß auch, wie die Gesellschaft ist. Und gerade wenn man, also ich habe mal gehört von einem Psychologen, der gesagt hat, jeder stark übergewichtige Mensch hat was ganz Schlimmes in seiner Kindheit erlebt. Und Leute, ich kann das bestätigen. Also ich habe schlimme Dinge in meiner Kindheit erlebt und das hat dazu offensichtlich geführt, dass man sich mit Essen getröstet hat. Ne? Also und das geht einfach so weiter. Ne? Je älter du wirst, umso mehr erlebst du und umso mehr erinnerst du dich daran, Essen war dein Tröster. Und ja, das ist wirklich eine ganz fiese Spirale, in die man da gerät. Und wenn du dann einmal ein Gewicht erreicht hast, dann schaffst du das meistens nicht mehr von alleine raus. Ja. Ich beglückwünsche einfach jeden, der das von alleine schafft. Also da ziehe ich meinen Hut. Ich bin ganz froh, dass ich so ein Anschubs-Ding bekommen habe, weil ihr seht ja, das hilft mir. Ne? Das ist einfach, weil ich diese großen Portionen nicht mehr essen kann. Ich habe auch zu große Portionen natürlich gegessen. Ich habe gar nicht mal unbedingt so sehr falsch gegessen, wenn man jetzt mal vom Leckern absieht. Ne? Und zum Leckern gehört für mich auch dieser Kuchen, was ich vorhin erzählt habe. Aber grundsätzlich so unfassbar schlecht habe ich mich ja jetzt auch nicht ernährt. Und es waren aber unfassbar große Portionen. Und dann noch ein Nachschlag, ne? 2 Kellen einmal, dann nochmal 2 Kellen Nachschlag, weil es einfach so lecker geschmeckt hat. Ja, da ist ja auch nicht auf die Kalorien geachtet worden. Nee, null. Nee, ne? Gar nicht. Und jetzt achte ich da drauf. Und ja. Und es fällt mir einfach durch die OP etwas leichter, Nein zu sagen. Das ist, weil ja das Hungerhormon mit weggeschnitten ist. Man muss sich das ja vorstellen, dass mir 90% meines Magens abhanden gekommen sind. Ja, ich habe ja nur noch 10% und dadurch sind diese ganzen Hormone auch weg, die dafür sorgen, dass die dem Gehirn halt signalisieren, so jetzt hätte ich ja mal Hunger. Ne? Das ist ja alles weg, das muss ich erst wieder alles neu ansiedeln und ja, ich hoffe, dass es noch recht lange weg bleibt. Deswegen stört mich das auch nicht, wenn der Uwe irgendwas leckert oder irgendwas anderes ist oder sich einen Nachschlag nimmt. Das stört mich alles überhaupt nicht. So, die liebe Jelka schreibt, freue mich so, es trotzdem noch im Live geschafft habe. Ich war beim Ukulele drin, wie cool. Aber ich wollte euch nicht verpassen, ach wie süß. Danke. So, Bab vom Cat Police schreibt, ich finde, man sollte nicht so verallgemeinern. Jeder Körper ist anders und man soll auf ihn hören. Genau, sich verrückt zu machen, hilft selten. Das ist wahr, da hast du absolut recht. Leonie schreibt, BMI von 40 oder von 35, wenn man Vorerkrankungen hat. Hast du nachgeschlagen oder keine Ahnung. Ich glaube, das bezieht sich auf die Schätzeleinfrage, ne, von vorhin. Guten Abend, liebe Carola. Schön, dass du da bist. So, Katrin schreibt, fühlt euch gedrückt und noch ein schönes Wochenende. Das wünschen wir dir auch auf jeden Fall, liebe Katrin. Schön, dass du da warst. Renate, macht mal den Daumen hoch. Genau, Daumen hoch, ihr Lieben. Hier unter dem Live natürlich. Mein Sohn möchte euch auch liebe Grüße senden, der Jan. Liebe, liebe Grüße an den lieben Jan zurück. Da freuen wir uns sehr drüber. Dankeschön. So, Jutta Reindl, also dein Uwe ist wirklich wie ein Sechser im Lotto. Er ist so ein Lieber. Ja. Ja. Glück gehabt, ne?
Die Wimpern sehen toll aus an dir, Susi. Julia. Danke, liebe Julia. Der Uwe ist auch ein Lieber, auf jeden Fall. Aber das ist ja ein Geben und Nehmen. Ich bin ja auch eine Liebe, also von daher. Ja, das, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Ich finde das einfach so traurig, dass das immer so, so besonders gehalten wird. Ich finde, das sollte ein Normalfall sein unter den Männern. Die Männer machen Hochdreck, die Männer... Also ich weiß nicht, warum, ich bin ja nicht mit einem Putzlappen und einem Kochlöffel zur Welt gekommen. Das ist ja, und die Männer sind nicht mit einem Schraubenzieher und mit einem Ölkanne zur Welt gekommen. Also ich finde das einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, in einer Ehe einfach ergänzt. Und dass es selbstverständlich ist, also der Mann darf auch mal einen Schrubber in der Hand nehmen oder den Staubsauger schwingen, weil wie gesagt, der macht halt auch Dreck. Der darf auch gerne mal Betten beziehen und ja, andersrum halt auch, oder man macht es gleich zusammen. Ja, ja, das ist so. Also das Beziehen macht der Spaß, aber danach, das ist noch schöner. Ich sage mal, viele Hände schnell das Ende. Ne? Das ist so, ich finde das so schade, dass das immer so besonders gehalten wird einfach. Ich finde, das sollte normal sein, ne? Finde ich jedenfalls. Na klar, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Also ich sehe das genauso. Ich habe leider erst in einem halben Jahr einen Termin im Adipositas-Zentrum bekommen. Scheint wohl einige Pummelhummel hier zu geben. Ja, ehrlich, ja. Also bei mir war gar kein, Gott sei Dank, gar kein Termin nötig. Ich habe da angerufen im Krankenhaus, also wo ein Adipositas-Zentrum ist. Habe gesagt, ich brauche einen Termin. Haben die gesagt, kommen Sie morgen vorbei. Dann und dann und der Uhrzeit. Ja, Glück gehabt. Ja, wieder mal Glück gehabt. Ne? Liebe Martina schreibt, das kann ich auch bestätigen, was der Psychologe sagte. Vieles liegt im Verborgenen, was irgendwann zum Vorschein kommt. Absolut, ja. Das ist wirklich so. Wahrscheinlich verhält es sich mit den ganz schlanken Mäusen auch so. Ne? Das ist, also wer jetzt an Bulimie leidet oder an Magersucht, da wird sicherlich auch irgendwas Traumatisches passiert sein, dass sich Menschen halt für den Weg entscheiden. Ich kann mir das halt nicht anders erklären. Du wirst ja mit sowas nicht geboren. Einfach, sondern da muss irgendwas vorausgegangen sein. Genau, das Gewicht ist oft ein Schutzpanzer. Im Prinzip schon, ja. So, moin ihr Lieben, ihr zwei seht toll aus. Weiter so. Ich wünsche euch drei ein schönes sonniges Wochenende. Das wünschen wir dir auch, liebe Sabine Krümpelmann. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. So, und wir gucken mal, wir sollen hier jemanden grüßen, nämlich die liebe Heike und den lieben Emin. Liebe Grüße aus Berlin, ihr zwei Hübschen. Schön, dass ihr da seid. So, wegen meiner Vorerkrankung muss ich mit dem Doc erst reden. Ja, das macht ja sowieso Sinn, ne? Ja. Vorher erst alles abklären. Deshalb alles aufschreiben, was ihr wissen wollt. Nicht, dass ihr was vergesst und das alles abklären lassen. So, hallo ihr drei. Ich schaue nochmal von Anfang an gerade. Bin jetzt erst beim Einkaufen zurück. Liebe Grüße aus Dortmund. Schönen Abend, liebe Birgit. Schön, dass du noch vorbeischaust. Erst gucken und dann kannst du auspacken. Katrin schreibt, mein Ersttermin habe ich Ende Juni und ich bin sehr gespannt, was die da so sagen. Also es wird wahrscheinlich positiv sein für dich, ne? Das ist ja klar, die wollen ja auch Geld verdienen, darf man ja auch nicht vergessen. So, ich finde es schön, dass beide Partner sich gegenseitig ergänzen. Der eine macht das und so weiter. Zusammen ist man stark. Ganz genau, Martina. Das ist unser Motto hier. Ne? Also wir leben hier nicht anders. Ich könnte es mir ehrlich gesagt auch ja nicht anders vorstellen. Ich würde verrückt werden, wenn ich einen Mann hätte, der Meinung ist, ich muss ihm die Pantöffelchen bringen und ihm den Popo abwischen. Ich kann nicht verstehen, dass ein Mann vielleicht irgendeine Waschmaschine nicht bedienen kann, möchte. Oder vielleicht habe ich dann auch Angst vor meiner Wäsche, vor meiner weißen Wäsche oder so, dass man dann sagt, ja, okay, mache ich lieber alleine. Genauso ist es ja auch andersrum. Man kann ja nicht alle, ne? Aber ich finde, man muss sich einfach ergänzen. Und das sollte normal sein und nichts Besonderes, dass der Mann auch mal putzt oder so. Oder dass die Frau was repariert. Also Leute, das ist hier bei uns zu Hause auch so. Also
ich kann mich da nicht beschweren, der Uwe macht das ja alles, aber wenn er es mal nicht macht und ich gehe an seinen heiligen Werkzeugkoffer, dann macht das. Also, da hat er Angst um seinen Werkzeug, aber keine Ahnung. Aber so ist das halt. So, Sabine, ich gehe ja auch nicht an deine Stricknadeln ran. Kannst du? Nein. Soll ich mir die Finger brechen? Ich habe aber versucht, den Uwe Stricken beizubringen. Er hat sich wirklich fast die Hände und die Finger gebrochen. Nein, alles gut. Also das ist halt, ich finde es einfach wichtig, dass man sich ergänzt und sich nicht bedienen lässt. Kein Problem. Ne? Ist ja, gibt ja auch andersrum. Also wir wollen ja das jetzt nicht auf eine Seite schieben. Nee. Also ich kenne da ja auch so ein Pärchen, da ist es andersrum. So, Susi, mein Lebensgefährte, der verstorben ist, hat auch alles gemacht und ein Handwerker wie Uwe, er fehlt überall, das glaube ich dir, Sabine, absolut. Überhaupt ein geliebter Mensch reißt einfach ein Riesenloch ins Leben, ist ja klar. Deshalb ganz, ganz viel Liebe für dich, meine kleine Maus. Ja. So, Barb vom Catpulli schreibt noch, also ich hatte echt Glück mit meinem Mann. Ja, willkommen im Club. Zwar erst in der zweiten Ehe, aber er ist der Besteste. Ich selbst bin gehbehindert und er ist mir eine große Hilfe, mein bester Kumpel und überhaupt. Genau so soll es doch auch sein, oder? Ja. Ja. Deswegen, mir kann auch keiner erzählen, dass so die schönste Sache der Welt, ja, ist ja für ganz viele auch der Beziehungskleber. Und das kann mir einfach keiner erzählen. Dann ist das nicht echt, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn wenn es mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geht, dann was ist denn? Ja? Lässt du dann den Partner wie eine heiße Kartoffel fallen oder was? Keine Ahnung. Oder war das auf Nein oder was? Weil der Beziehungskleber meiner Meinung nach ist eben genau das Geben und Nehmen. Ja? Das Verständnis füreinander haben, sich zu unterstützen und denselben Humor zu teilen, das ist für mich der Beziehungskleber. Und ich weiß nicht, ob ich da alleine stehe mit dieser Einstellung oder ob die geteilt wird. Aber für mich ist hier, SEX ist nicht für mich der Beziehungskleber. Also, nee. Ist das für dich? Nee. Das, ja, das ist, kann man nur sagen, wie es ist. Das macht Spaß, ja, aber... Aber ja, das kann ich auch haben, wenn ich nicht liebe, wenn ihr versteht, was ich meine. Liebe Brichi, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend noch und acker nicht mehr so viel. Und war schön, dass du da warst und danke für deine Fragen auf jeden Fall. So, Susi, du strahlst so sehr und das ist offensichtlich, dass du dich sauwohl fühlst und du siehst so gut aus. Lieben, lieben Dank, Ute Damme. Ach Gott, ihr seid echt, das ist irgendwie... Das ist ja peinlich langsam. Aber ja, es geht auch runter wie Öl, danke. Ja. Also für mich ist das einfach wirklich die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, diesen Weg einzuschlagen und rückblickend ärgere ich mich da sehr, dass ich es nicht eher gemacht habe. Meine damalige Ärztin, die hat mir das ja vor 15 Jahren oder so schon vorschlagen, da habe ich immer nur so gemacht, ne? Wie gesagt, was will die von mir, weißt du, das schaffe ich schon alleine. Ich war ja die ganze Zeit der Meinung, ich schaffe es. Und das Ende vom Lied war halt 10 Kilo abnehmen, 15 zunehmen, dann wieder 10 Kilo abnehmen, 15 zunehmen. Naja, so, das war halt in den letzten 15 Jahren so mein Weg, oder? Ja, doch, kann man so sagen. Ja, und irgendwann habe ich begriffen, ich schaffe es eben doch nicht alleine. Die Frau Doktor hatte recht. Ne? So, und deshalb, für mich war das einfach der einzig richtige Weg, den ich einschlagen konnte. Und ich bereue den überhaupt nicht. Und ja, man kann nicht mehr so viel essen. Also sagen wir mal, wenn du hier zu so einem Brunch gehst, wo du essen kannst, all you can eat und so weiter, ja, das kannst du natürlich vergessen. Ne? Aber das, was man essen kann, zumindest ist es bei mir so, und ich habe das von vielen anderen auch schon gehört, man genießt das in vollen Zügen. Mhm. Also ich habe das, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das in einem Video erzählt habe oder im letzten Live oder was, ich habe jetzt mal ein Stück Schokolade probiert. Das ist jetzt nicht in diesen kleinen Stückchen unterteilt gewesen, sondern das ist eine durchgehende Tafel mit einem Bildchen drauf gewesen. Und da habe ich halt was abgebrochen und davon die Hälfte. Die andere Hälfte hat Uwe gegessen, mit 60% Kakao. Und ich habe das so
lange in meinem Mund gehabt. Ich habe das so genossen, das habe ich so zergehen lassen auf der Zunge und das, ich genieße einfach alles richtig. Und schmeckt das halt lange und das macht halt auch Freude. Ne? Das sind so Sachen, was mir alles so entgangen ist in meiner Vergangenheit, weil ich halt geschlungen habe. Also so eine Tafel Schokolade hat 5 Minuten gehalten. Ja, da war nichts mit genießen. Nee. Ja, das war einfach wahrscheinlich der Zuckerkick oder was. Ich habe ja seit der OP bewusst keinen Zucker mehr zu mir genommen, außer das, was in irgendwelchen verarbeiteten Lebensmitteln ist. Okay, das hält sich auch in Grenzen, verarbeitete Lebensmittel. Wir machen ja zumeist alles selbst. Ja. Aber du weißt ja nicht, was so in Wurst oder Käse oder sowas, nee, ob da auch eine Prise Zucker ist. Es ist ja überall Zucker drin, wie überall Salz drin ist. Aber so selbstständig, so im Tee oder im Kaffee oder keine Ahnung, ja, so dein, kein Zucker mehr zu mir genommen, sondern Erythrit, ja. Birkenzucker ja. Nennt sich das, glaube ich, ja. Auch. Ne? Aber das auch wenig. Da ist es dann halt der Teelöffel im Tee. Ne? Ja, da ist halt eine auf eine Tasse 2 Beutel Tee, ja. Und dann ein Löffel von der Zeug, noch nicht mal gehäuft. Ja, und das reicht. Ja. Ja. Und mir geht's gut, ne? Aber was ich habe, ist, seitdem ich die OP hatte, dass mir hier diese, Flecken gewachsen sind. Die Gammelflecken hier, keine Ahnung. Also hier. Und hier ist auch irgendwas, aber da sieht man das noch nicht so. Und das geht nicht weg. Es ist, wie es ist, ne? Meine Schönheitsflecken, andere tätowieren die sich. Ja. So, Marianne Pohle schreibt, liebe Susi, du sprichst viele wahre Worte in Bezug auf übergewichtige Menschen und in der Partnerschaft. Danke und nachher Küsschen an Kira. Oh ja, mach ich. Die Kira wird sich freuen. Lieben Dank, Marianne. So, Renate schreibt, aber mein Mann hat viel gearbeitet, so 14 Stunden, da ist er froh, wenn er zu Hause ist. Ja, natürlich, aber die Frauen arbeiten ja auch viel. Also, wenn ich da jetzt einfach nur mal an mich denke, als ich noch bei Aldi gearbeitet habe, okay, es waren jetzt keine 14 Stunden, aber ich war auch 10 Stunden aus dem Haus und das ist jetzt auch hier kein Eierschaukelberuf gewesen. Also, das heißt, ich bin da wirklich abends völlig erschossen nach Hause gekommen und dann, während mein damaliger Ex nur bis um 16 Uhr gearbeitet hat, musste ich dann noch den ganzen Haushalt machen. Ja? Also ich bin um 8 zu Hause gewesen, er schon um 16 Uhr und er hat keinen Finger gerührt und das kann es halt nicht sein. Da habe ich auch schwer gearbeitet. So, da muss das ein Geben und Nehmen sein und da kann man das nicht damit entschuldigen, dass einer arbeitet und was macht dann der andere? Und Hausarbeit, Kindererziehung und sonst was, das ist auch harte Arbeit. So sieht sie mir aus. Solange wir sowas entschuldigen bei unseren Männern, werden wir auch immer dieses Thema haben. Ne? Ich finde, es muss zur Normalität werden, dass auch der Mann was im Haus muss alle in eine Ware kommen. Ja. Oder dass auch die Frau mal einen Schraubenzieher in der Hand nimmt, um eine Schraube festzudrehen oder eine Birne drin zu machen. Ja, wahrscheinlich viele. Selbst ist die Frau, wir kennen das ja, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ne? Frauen gehen auch hart arbeiten. Die sind auch froh, wenn sie nach Hause kommen und vielleicht mal einen Kaffee Kredenz kriegen oder einen Tee oder die Wanne eingelassen ist oder sowas. Und ich glaube auch, dass wir auf einem guten Weg sind, denn immer mehr Männer machen das ja auch. Ne? Also so ist es ja nicht. Ich will das nicht verteufeln, ich verwöhne Uwe auch gerne. Ja, natürlich. Stimmt, umgekehrt genauso. Ich muss doch mal alles in der Ware. Aber das, was ich halt meine, ist natürlich, das darf alles nicht mit einer Erwartungshaltung sein. Das ist, irgendwann stört das wahrscheinlich das eigene Wohlbefinden. Es sei denn, man lässt sich gerne ausnutzen. Ja, nee, da bin ich knallhart. Einfach aus meiner Ex-Beziehung heraus, was ich da erlebt habe. Ja, bei all die Arbeiten und das ist kein Zuckerschlecken gewesen. So, ich meine es nicht böse, ich hoffe, das kommt auch richtig an. Diana Berg schreibt, liebe Grüße an euch zwei, liebe Grüße an dich zurück. Du hast vollkommen recht, sehe ich auch so. Männer werden gelobt und bewundert für Dinge, die von Frauen wie selbstverständlich erwartet werden. Komisches Weltbild, genau. Genau das meine ich. Das Leben
besteht nicht nur aus dem Beziehungskleber, sagte Martina. Aber für mich ist das ja kein Beziehungskleber. Wenn du aus irgendeiner Krankheit heraus das nicht mehr kannst, dann was ist denn, schmeißt du ja die Beziehung nicht weg, oder? Also für mich ist ein Beziehungskleber eben was ganz anderes, nämlich der geteilte Humor. Gespräche führen zum Beispiel, die man halt hat, oder das Geben und Nehmen, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Also ne, die Wertschätzung des anderen, so was ist für mich einfach ein Beziehungskleber. Ja, so, Julia Hoffmann, kann es sein, dass wir ein paar Kommentare übersehen? Ja, Entschuldigung, Julia, dass ich jetzt hier nicht jeden Kommentar eins zu eins beantworten kann. Bei mir ist hier noch ein Pfeil unten zu sehen. Ich bin noch lange nicht mal unten angekommen. Und selbstverständlich kann es sein, dass man Kommentare übersieht. Deinen, den du jetzt zurückgezogen hast, habe ich ja auch gerade gesehen. Sorry. Aber so ist es auch mit dem Community-Handy, ne? Ja. Das ist so, da erwarten Menschen offensichtlich dem Irrglauben, dass man befreundet sei. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Also mir sind viele ans Herz gewachsen, aber letztendlich sind wir ja keine Freunde. Ja? Das ist ja eine Form von Kommunikation, die ich hier habe, die ich sehr, sehr gerne betreibe, um einfach einen engeren Kontakt zu kriegen. Aber das heißt ja nicht, man ist eng befreundet oder dass ich sofort immer antworten kann. Manchmal dauert das halt ein bisschen, bis ich antworte, bis ich Zeit habe. Manchmal vergesse ich es auch. Ja, dann muss man halt nochmal was sagen. Aber man sollte darüber hinaus nicht beleidigt sein, wenn ich nicht sofort antworte. Und da habe ich aus aktuellem Anlass jetzt eigentlich auch noch jetzt das erste Mal jemanden blockiert und gesperrt, ja. Weil ich auch noch ausgelacht wurde, als ich gesagt habe, setz mich damit bitte nicht unter Druck. Es ist, mich erreichen Nachrichten über das Community-Handy, weiß ich nicht, täglich Hunderte. Also wirklich, ich möchte das nicht aufmachen, weil da ja die Telefonnummern stehen. Das kann ich euch jetzt so nicht zeigen. Aber ich kann scrollen. Und da kann es dann auch mal sein, dass ich mal irgendwas nicht beantworte, weil es auch zu viel ist, Leute. Ich habe auch noch ein Leben neben Social Media. Ich lebe das Leben in Social Media super gerne, aber ich nehme mir auch das Recht heraus, Privatsphäre zu haben. Und wenn ich die Zeit dann nicht finde oder habe, dann ist das so. Dann frag doch einfach nochmal. Aber ja, sei doch nicht beleidigt, ja, wenn ich nicht direkt antworte. Ich meine, wie viele YouTuber kennt man denn, außer die uns nachgemacht haben? Ja, stimmt. Die so ein Community-Handy bereitstellen. Keine Ahnung, ich kann es nicht verstehen, ne, dass man denn da so sehr merkwürdig ist. Ich habe hier gerade Werbung zu laufen. Ja, manche denken ja auch, antwortet nicht. Die denken, Susi hat weiter nichts zu tun, als den ganzen Tag an Handy zu sitzen. Ja, also das haben wirklich manche. Das haut nicht hin. Und genauso ist es hier. Also ich habe nur zwei Augen, die auch noch schlecht sind, und ich halte mich dann an einer anderen Frage auf, und hier bewegt sich das, und wenn ich dann was übersehe, dann ist das so. Das ist auch nicht böse gemeint. Ja, ich weiß nicht, warum man glaubt, dass ich das mit Absicht mache oder um irgendjemanden ärgern zu wollen. Nein, überhaupt nicht. Es ist halt einfach so, ohne dass ich das böse meine. So. Hallo Susi und Uwe. Hallo Kerstin Brumme. Ja, hallo. Nadine Schuhe sagt, sehr schöne Ausstrahlung. Vielen lieben Dank, liebe Nadine. Das freut mich. So. Kerstin Brumme sagt, Susi, du siehst sehr gut aus. Lieben Dank. Also mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt jeden Kommentar hier abgrase, dann sind wir ja aber in 3 Stunden hier noch beschäftigt, ne? Wenn das reicht. So, nochmal, Julia Hoffmann, wie geht es der Kira? Und gibt ihr einen Drücker von mir? Ja, also wie es ihr geht, haben wir ja vorhin schon beantwortet. Jetzt könnte ich die Frage genau andersrum drehen und sagen, du hörst nicht zu oder scroll doch einfach zurück. Der Kira geht's gut, die schildert ihr Leben auf der Couch und schläft gerade. Ja. Also, sie ist sehr, sehr glücklich, weil sie auch heute ein Rinderohr bekommen hat. Ja, die macht jetzt Augenpflege. Ja,
Anke schreibt, Mama sein mit drei kleinen Kindern ist ein Fulltime-Job. Ja. Das glaube ich, ja. Und du bist so viel. Du bist Doktor, du bist Krankenschwester, du bist Kindergärtnerin, du bist Lehrerin, du bist, weiß ich nicht, was alles. Stimmt. Köchin, Bäckerin. Also ich möchte nicht mit dir tauschen. Also das ist wirklich ein 24-Stunden-Job, unbezahlt. Und das finde ich zum Beispiel auch nicht richtig, dass sowas nicht honoriert wird. Ne? Das ist, finde ich, nicht in Ordnung. Also da müsste man irgendwie, vielleicht sollte ich doch mal in die Politik gehen. Also ich bin noch der Meinung, die Frau, die arbeitet mehr wie wir Männer. Auch wenn wir manchmal noch einen Job haben. Die geht arbeiten, denn früh morgens die Kinder, die müssen hier weg werden, die müssen zur Schule gebracht werden. Oder zum Kindergarten, dann muss Frühstück gemacht werden. Die Stollen und alles. Und dann muss die Schulmappe muss gepackt werden. Da ist ein Haufen Arbeit. Also ich möchte das nicht tauschen. Ja, aber wir wollen die Papas ja auch nicht vergessen. Nein, das ist ja richtig. Das gibt auch Männer, die genauso mit anfassen. Väter, ja, die das genauso ist richtig. Haben, Aber ich möchte da, wie gesagt, ich möchte da nicht. Nee. Aber wir verstehen schon, was du, glaube ich, sagen möchtest. Ja. Ne? Ja. So, Krümelkatze, bin heute das erste Mal live dabei. Ihr seid wirklich liebenswert. Danke für die ausführlichen Antworten. Super, super, super gerne, Krümelkatze. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Mami Kuchen schreibt, super, seht ihr aus. Lieben, lieben Dank. Martina schreibt, ja, das meinte ich. Ich hatte mich falsch ausgedrückt. Wegen dem Beziehungskleber, alles klar. Ja. So, Jörg schreibt, ich weiß genau, was du meinst, arbeite als Erzieher in Kita. Da kam eine Anmeldung von einem alleinerziehenden Vater. Es wurde alles möglich gemacht, damit sein Kind noch einen Platz bekommt. Ja, auch das ist ja schlimm eigentlich bei uns in Deutschland, ne? Dass so das mit den Kita-Plätzen und alles so schwer ist. Und das ist ja auch tatsächlich in Berlin unfassbar teuer. Ja. Ich weiß nicht, wo das woanders oder wie das woanders, wie viel so Kita-Plätze kosten. Aber ich weiß, in Brandenburg ist es gratis, halt gehört. Ja? Ja, sollte auch überall so sein. Ja. Ja, da, also ich finde, da müsste sich da unser Staat echt stärker für einsetzen. Und gerade was so unsere Zukunft angeht, ganz ehrlich. Ne? Und unsere Kinder sind einfach unsere Zukunft. Die Kinder sind die, die, ja, wenn es das noch gibt, die Renten irgendwann tragen. Ja? Das ist so schwierig. Julia Hoffmann schreibt, okay, das war nicht böse. Ich meine, okay, von mir ja auch nicht. Wenn ich was überlese, dann ist das ja keine böse Absicht. Ne? Völlig in Ordnung. Brauchst also, keine Bange haben, kriegst keinen Verweis. Julia, nur für dich jetzt. Dickes Herz, okay? So, die Barb schreibt, du bist ja zu nichts verpflichtet. Ich finde es toll, dass du da Grenzen stellst. Ihr seid ja keine Fulltime-Influencer, genau. Ich sehe mich ja überhaupt nicht mal als Influencer. Ja, auch wenn ich vielleicht die eine oder andere Sache vorstelle, aber meistens ja einfach, weil ich davon überzeugt bin. Ne? Weil ich zum Beispiel jetzt diese Halara-Geschichten, ich trage die ab, jetzt auch wieder Halara-Hosen an. Das ist, ich finde die einfach mega. Ne? So, was ist aber mit all den Frauen, die alleinerziehend sind? Ja, und da erwartet man, lieber Jörg, einfach, dass die das alles unter den Hut kriegt. Ja. Das wird einfach erwartet von der Gesellschaft. Weil die Leute glauben, die Frau kommt mit Putzlappen und Kochlöffel zur Welt. Das ist halt, ja, ist halt eben nicht so. Also wohl dem, der eine stabile Familie, eine Lobby hat in der Familie, wo vielleicht die Oma und der Opa da sind und das Kind, aber was ist mit denen, die das auch alle nicht haben? Ja. Ne? Stimmt. Da macht sich einfach keiner Gedanken drum. So, ihr Lieben, haben wir denn jetzt alles besprochen, was mein 3-Monats-Update angeht? Achso, ich kann euch noch sagen, vielleicht am Schluss jetzt ein bisschen doof, ne? Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt eine ganze Kleidergröße weniger. Meine nächsten Halara-Klamotten bestelle ich nur in 3X. Ich bin wirklich gespannt. Cool. Ja, ich freue mich da sehr drüber. Und ja, und ansonsten gibt es da eigentlich nichts weiter zu sagen, und oder? Man sieht auch, wenn sie nun, hat er nun schön abgenommen, wie der Prozess. Und dann natürlich Sport natürlich an und weiterzumachen. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Plateau. Ne? Ja. Aber das wird kommen, das Plateau. Und ja, Hauptsache weitermachen. Na klar. Genau. So, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr wissen möchtet? Ansonsten würden wir uns nämlich so langsam
aus diesem Live verabschieden. Ja. Ich warte noch. Hallo ihr beiden von Elke Rolf. Hallo. Hallo, hallo. Wir sind gerade am Überlegen, ob wir beenden. Ja. Ja, ist das schon eine Stunde wieder. Über. Über eine Stunde ja, schon. Über eine Stunde. Eine Stunde und 20 Minuten. Gleich. So, richtig so, schreibt Martina. Bei so vielen Nachrichten kommt man einfach nicht nach, denn du hast ja auch noch andere, ein Privatleben, genau. Und die können ja nur wirklich bemüht, ja, alle zeitnah zu beantworten. Das möchte ich hier auch einfach nochmal erwähnen. Ich bin da wirklich sehr bemüht drum. Ich glaube, das können ganz viele auch bestätigen, dass es recht zügig Antworten gibt. Aber wenn ich mal was überlese, jetzt hier im Community-Handy, ja, dann ist das halt auch keine böse Absicht. Nee. Und wenn einer da dann beleidigt ist, ja, dann braucht er die Nummer einfach nicht mehr betätigen. Ne? Das ist ganz einfach so. Also, spart er sich noch auf meine genau, Arbeit. Denn ich bin wirklich nicht verpflichtet. Das ist genau richtig. So. Weiter schreibt Jäger, ich danke für deine Däumchen hoch. Wie viel haben wir denn? 100 Daumen hoch. Das ist ja eine schöne runde Summe. Ja. Ne? Aber da geht ja noch mehr. Denn wir haben ja 190 Zuschauer, Leute. Ja, na und? Wo sind die anderen 90? Gibt mal ein bisschen mehr Jas. Naja. Muss man euch dann immer ermahnen? Nein, das wollen. Nein, um Gottes Willen, Uwe. Ey. Nee, ist scherzmäßig. Mhm. Guck mal, Julia schreibt, ah, süß, ihr seid so Herzmensch. Und deswegen schaue ich euch auch gerne an. Na, danke, Julia. Alles gut. So. Und Barb schreibt schönes WE an alle Anwesenden. Also da sind wir ja auch mit gemeint. Und deshalb lieben Dank. Das wünschen wir dir auch, liebe Barb. Guten Abend, liebe Christa Hertel. So langsam, wie gesagt. Sagen wir Wiedersehen. Sagen wir Wiedersehen. Die liebe Krümelkatze schreibt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das wünschen wir dir auf jeden Fall auch, meine Liebe. War richtig schön, dass du so schöne Fragen gestellt hast. Und ich hoffe, ihr konntet alle beantworten, was dich bewegt hat. Und aber trotzdem nochmal abschließend an alle, die sich wirklich mit den Gedanken tragen, sich operieren zu lassen. Sucht einfach euer AZ auf, wo ihr euch, dem ihr vertraut, wo ihr euch gut aufgehoben fühlt und lasst euch erst beraten, ja. Denn ich weiß nicht alles, alle anderen, die sich operiert lassen haben, wissen auch nicht alles. Jedes AZ macht es auch anders, möchte ich ja auch nochmal sagen. Das, was meins gemacht hat, das ist, da sagt ein anderes wieder um Gottes Willen, ne, dass ich habe ja schon die OP ist Tag 0, sagen sie, und ich habe ja am ersten Tag schon eine Scheibe Toastbrot bekommen. Ja, andere dürfen nur flüssig sich ernähren. Ja, stimmt. Also, ja. Das ist ganz komisch. Jeder arbeitet anders. Ja. Snoopy schickt liebe Grüße an Kira und ein schönes Wochenende. Lieben, lieben Dank. Die Kira schickt einfach auch liebe Grüße zurück, sage ich jetzt einfach mal so. Also, das hättest du auch so gemacht. Martina schreibt, ich wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Abend. Das wünschen wir dir auch, liebe Martina. Lieben, lieben Dank und schön, dass du da warst. Ja. Liebe geht raus von Bianca. Ja, genau. So, sie macht das richtig. Danke, Renate. So, Jelka schreibt, schön, euch endlich mal live gesehen zu haben. Ihr seid so positive Menschen und macht mir den Tag immer etwas schöner, wenn ich euch sehe. Das finde ich ganz toll. Ich kann das immer wieder nur sagen, wenn wir nur einen Menschen da draußen glücklich machen, dem es gerade nicht so gut geht, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dafür hat sich der Kanal dann schon gelohnt. Ja, ne? Da braucht sich nur einer freuen und das ist schon schön. Also das finde ich eigentlich ein richtig schönes Schlusswort eigentlich. Ne? Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, sagt Julia. Das wünschen wir dir auch, liebe Julia. Aber hier steht immer mehr als auf meinem Handy. Weil ich habe da hier so ein tolles, so ein Handyhalter bekommen. Oh, ja. Und da habe ich jetzt ein Handy draufstehen und lese eure Nachrichten ab, dass ich nicht hier immer, ihr wisst schon. Dass ich mich immer rausgeschubst werde. Auf den Uwe raufsteigen muss. Aber jetzt, aber jetzt sagt er hier irgendwie nichts mehr. Keine Ahnung. Nee. So.
So ist es bei euch auch so kalt, fragt Renate. Ja, wir haben gerade 8 Grad draußen. 8 Grad, ja, heute waren bloß 10 Grad. Ja, also richtig kalt, das, wenn man bedenkt, wir hatten schon 27, ja. Das ist schon krass. Also erst die Winterklamotten weg, jetzt sind die Winterklamotten wieder im Schrank. Man kommt ja nicht mehr klar mit dem Schrank immer wechseln. So, Jutta, gute Nacht, ihr Lieben. Es war ein super schönes Live-Video. Vielen Dank dafür, liebe Grüße aus dem Saarland. Liebe, liebe Grüße an dich zurück, Jutta. Und schön, dass du da warst. Und auch wir wünschen dir einen schönen Abend. Dankeschön. Und ein schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende. Naja. Ach, guck mal, Annemarie Zabel ist auch da. Es war schön mit euch. Ja, finde ich auch. Okay. Ich muss mal hier kurz was machen. So. Zack. Wenn jemand uns blöd kommt und uns primitiv schimpft, wird er gemeldet. Ja. Also ich denke, primitiv ist ja eher das, wenn man andere versucht zu erniedrigen. Ne? Mhm. Und wenn einem irgendjemand nicht gefällt, so wie er ist oder wie der Content ist oder sonst irgendwas, der kann einfach gehen. Völlig in Ordnung. Ich muss nicht von jedem geliebt werden, der Uwe auch nicht. Nee. Dann kommt man dahin. Aber wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Ne? Genau. So, auf Wiedersehen, Tatjana. So einfach geht das. Der, naja, was soll ich euch denn erzählen? Nee. Ihr wisst schon, ne? So, ich wünsche euch einen schönen erholsamen Abend und ein schönes Wochenende. Das wünschen wir dir auch, Renate. Schönes Wochenende, ihr drei hübschen, toll zur Abnahme, sagt Nadja. Lieben, lieben Dank, Nadja. Motiviert einfach, wenn ich immer so ein schönes Feedback von euch bekomme. Schönes Wochenende, schönes Restwochenende wünschen wir dir auch. Schönen Sonntagmorgen auf jeden Fall. Sonneninsel, ach, das ist so ein toller Name, ey. Danke, dass ich bei euch stranden durfte. Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Eigentlich bedanken wir uns, dass du bei uns gestrandet bist. Ja. Ja, auch Silke wünscht uns ein schönes Wochenende. Das wünschen wir dir auch, auf jeden Fall. Allen Anwesenden natürlich. Morgen gibt es bei Renate nur 3 Grad. Oder heute Morgen. Heute Morgen, ja. Ja, ich glaube, es war bei uns aber auch heute Morgen so kalt, ne? Mhm. So, hab sie auch gemeldet. Was denkt die sich? Ja, danke, liebes Martinchen. So, Unterstützung von den Chatlines ist in so Fällen auch wirklich wichtig, ne? Wenn ihr sowas mitkriegt, egal wo ihr ein Live seht und ihr mögt die Leute, dann meldet die Störenfriede. Das hilft ja einfach, ne? Das ist so. weil das finde ich schon unverschämt. Das ist ja einfach das nur ist normal. Zum Stänkern, ja, auf Wiedersehen. Also, da ist einen anderen Kanal suchen. Nein, ich weiß nicht, nee. Der sollte lieber mal an seinen inneren Werten arbeiten. Das ist ja, das geht gar nicht. Hört ihr eigentlich auch Podcasts? Nee. Also ich habe das sehr, sehr gerne, bewegte Bilder. Also ein eigentlicher Podcast ist ja nur zum Hören, ein Hörspiel, wenn man so möchte. Und so einen reinen Podcast höre ich nicht. Ich habe das wirklich sehr, sehr gerne bewegt irgendwie. Keine Ahnung. Warum kannst du einen guten empfehlen, lieber Glitzerfrosch? Glitzerfrosch. Tolle Namen, ja. Schönen Abend wünscht uns Sabine Biene. Das wünschen wir dir auch, meine Liebe. Was kommt denn für ein guter Film? Was guckst du denn? So, Nicole Vogel schreibt, guten Abend aus Chemnitz. Hier sind 5 Grad immer mal mit Schneering und Hagel. No. Das kannst du behalten. Ja. April. So, wünsche euch einen schönen Abend und Wochenende. Das wünschen wir dir auch. Zeigt ihr noch mehr leckere Rezepte, möchte Nicole wissen. Ja, dann und wann bestimmt. Schöne, ne? Auf jeden Fall. Jetzt ist ja auch wieder gerade
ja, in der Mache wäre jetzt ihr prall, ne, sowas zu sagen. Aber ich habe vor, noch ein Rezept abzudrehen. Aber wir müssen das erstmal machen und erstmal selber und probieren. Selber probieren, ob ja. man den anderen antun kann. Aber ja. auf jeden Fall natürlich da, wo ich immer denke, das könnte euch interessieren, das Werk auf jeden Fall immer mitfilmen, ne, im Vlog. So, schönes Wochenende auch für dich, lieber Anke. Dankeschön. Bei uns in Dresden waren es 4 Grad. Es ist, ja, also die Eisheiligen sind halt noch nicht nee. Da. Ne? Das kann ja noch ein bisschen was werden hier. April macht, was da will. Das ja. ist ja nun mal so, ne? So, Carina sagt, oh, klaro wurde sie gemeldet. Ist doch Ehrensache. Dankeschön, ja. Ich finde sowas echt, solche super, Leute. Als der liebe J die Arschlöcher gemacht hat, ja, hat er in jeder Ecke der Welt ein paar verteilt. Und dann ist er auf die Idee gekommen, die Erde rund zu machen. Nur wisst ihr, warum überall welche sind. So. Anke schreibt auch, sie war schon sehr frech. Ja. Naja, das ist halt Leute, die ein unzufriedenes Leben haben, ne? Die vielleicht zu wenig bezahlt werden, die zu wenig Wertschätzung kriegen, zu wenig Liebe kriegen, egal ob es aus dem Elternhaus ist oder in der Beziehung. Ich kann mir das sonst auch nicht anders erklären, warum man so voller Hass und keine Ahnung, voller Hass einfach durch die Gegend läuft. Das ist ja. meiner Meinung nach, fehlt es da an Liebe und an Erziehung. Ja. So, die liebe Alexandra ist da. Hallöchen, meine Lieblingsmenschen. Ein kurzes Hallo, denn jetzt geht es auf die Geburtstagsparty. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und feier schön. Ja. Ja, sehr schön. Hallo meine Lieben, Susi, du bist so hübsch. Oh, vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Aber das ist ja nur geschminkt. Das ist nur geschminkt. Aber vielen Dank. Aber es ist schon krass, ne, was so Augen und Augenbrauen ausmachen. Ja. Ne? Also da brauchst du ja nicht viel Farbe. So. Was haben wir noch? Hoch die Hände, es ist Wochenende. Alle, die das lesen, einen schönen Abend. Auf jeden Fall. Hab noch einen schönen Abend. Ja, morgen früh klingelt der Wecker. Was, am Sonntag? Mensch, Renate, du tut mir echt leid. Also ich werde an dich denken, wenn ich mich nochmal umdrehe, ja. So, hoffe, nächstes Mal kann ich wieder zu Hause gucken. Im Auto ist das ja ein Gewackel und Geschuckel, sind aber noch eine Weile unterwegs. Bis hinter Hannover. Liebe, liebe Jäger, bitte fahr vorsichtig, passt auf euch auf jeden Fall und kommt gut zu Hause an. Ne? So, bei mir läuft gerade im Fernsehen The Mask Singer, habe ich schon wieder verpasst. Oh. Ach Mist. Na gut, ihr Lieben, 1,5 Stunden haben wir rum. Ja. Ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle einfach auf. Ne? Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Freude wieder gemacht. Also, und ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Wahrscheinlich war aber die, das, was am meisten interessiert hat, wie hoch meine Abnahme war. Ne? Und 30 Kilo, freue ich mich natürlich sehr drüber und jetzt strebe ich die nächsten 10 Kilo an und mal sehen, was mein 4-Monats-Update bringt. Vielleicht haben wir ja dann die 40 geschafft. Wir werden es sehen. Ne? Gut, aber bis dahin, meine Süßen, habt noch einen schönen Restabend, morgen einen wunderschönen Sonntag. Erholt euch gut, die nicht arbeiten müssen. Gehabt euch wohl. Ja. Wir sagen das, was wir immer sagen. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Mach's gut. Schön, dass es euch gibt, ihr Süßen. Ganz viele Knutschis. Ciao. Und bleibt gesund. Schönes Wochenende noch. Ja.